Die Staatsstiftung feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. Seit 2 Jahrzehnten entwickelt sich Staat stetig weiter. Aber es gibt auch eine Konstante. Und das ist die Staat-Community. Die Community zeichnet sich aus durch verschiedene Attribute, wie zum Beispiel Mut. Und darüber sprechen heute 5 ehemalige und aktuelle Stipendiatinnen der Staatsstiftung. Ja, wer fängt an? Die Jüngste, oder? Okay, alles klar. So, die erste Frage. Was ist für dich Mut? Ich würde sagen, wenn man uneingeschränkt zu sich selbst steht und keine Angst davor hat, irgendwie seine Meinungen und Prinzipien so wirklich auch nach außen hinzutragen. Für mich wäre es noch ausprobieren, mich zu trauen. Das bedeutet für mich Mut. Und so ein Interview durchzuführen. Mein Name ist Amina Saruelli. Ich bin 27 Jahre alt und Staat-Alumna aus dem Jahr 2009. Erforscht, probiert aus, versucht Neues. Was macht dir Mut? Den Erfolg von anderen zu sehen, macht mir Mut. Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine der Alleinstellungsmerkmale, zumindest für mich, von Staat. Ich weiß noch, ich war eine der ersten Stipendiatinnen. In meiner Schule gab es keinen einzigen, sag mal, Ausländer. Und dann bin ich da hingekommen und dachte, oh, ich treffe jetzt auf andere Menschen. Und dann spreche ich mit denen und es kommt raus, die haben die gleichen Struggles, die gleiche Vergangenheit und die gleichen Ziele. Das hat mir sehr viel Mut gegeben. Ich bin Sonja Ziegler. 2001 wurde ich als eine der ersten 20 Stipendiatinnen und Stipendiaten in das Startprogramm aufgenommen. Ich glaube, vor einer Woche, da war die Schülersprecherwahl in unserer Schule. Dieses Mal habe ich halt keinen gekannt. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Ich war so, okay, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Da habe ich meine Komfortzone verlassen. Und ich wurde Schülersprecherin. Ja. Mein Name ist Lin Al-Huri. Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere an der FH Aachen Medizintechnik. Wie hast du deinen Weg gefunden? Man muss immer etwas tun und nicht nur abwarten auf Glück, weil ja, Glück ist eine Sache, die kommt, aber man muss erst mal bereit sein. Ich bin mir sicher, dass, passend zum Thema Mut, Staat einem auch die Augen öffnet. So, du kannst auch andere Wege gehen. Du kannst auch mal was Neues ausprobieren. Und vielleicht passt es nicht zu dir, aber vielleicht ist es das Beste, was du je gemacht hast. Ja. Für mich ist das super interessant zu hören, weil ich ja immer noch bei Staat bin und gerade so mittendrin bin, so viele Sachen auszuprobieren, was ich halt niemals gemacht hätte, hätte Staat mich nicht so dazu motiviert, das zu machen. Ich bin Poetry Slammerin. Und trete jetzt mittlerweile regelmäßig auf, aber das war zum Beispiel für mich vor Start überhaupt nicht selbstverständlich. Mein Name ist Pisana Badawi, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Sachsen und bin aus dem Startjahrgang 2021. Ich bin gerade nämlich zu Hause in meinem Zimmer. Das ist nämlich der Ort, wo ich runterkomme, meine Gedanken sammeln kann, um meine eigenen Texte zu schreiben. Voll lustig, dass du das erzählst, weil ich schreibe auch Poetry Slam Texte. Wirklich? Und damals krass. Ist quasi meine Startgruppe mitgekommen zu einer Veranstaltung. Und erst danach habe ich mich getraut, auch regelmäßig aufzutreten. Voll cool. Bei meinem ersten Auftritt waren auch nur Startstipendiaten. Ich bin Susanna Milea und bin 22 Jahre alt. Mit der Start-Community fühle ich mich weiterhin sehr verbunden, weil mein engster Kreis aus Menschen besteht, die ich bei Start kennenlernen durfte. Ich finde, aktuelle Stipendiatinnen sollen den Mut haben, andere, unbekannte Wege zu beschreiten. Und auch sehr, sehr offen sein mit den Leuten und mit der Welt und alle Chancen, die ihr zur Verfügung habt. Also Fall. An dich und alle Aktuellen. 20 Jahre Start! Sollen wir jetzt noch Happy Birthday singen? Auch mal mutig sein, was nicht zu tun.